Kann ich einfach durchrennen? Ja. Dann halt hier hoch. Ups. Und runter durch. Okay, dann halt nicht runter durch. Ach ja, ist das nicht ein schöner Ausblick. Steuerschub stehen. So. Familienangelegenheiten. Dogen behauptet, man könne Krugers Bitprint aus seinem privaten Netzwerk stehlen, auf das man aus seiner Wohnung on the View zugreifen kann. Das Gebäude ist zwar extrem gut gesichert, aber Plastic hat vielleicht einen Weg gefunden, wie du hineinkommst. Durch das Mellows Art Museum, das direkt nebenan liegt. Du solltest zwar in beiden Gebäuden mit Krugers Hackereinheiten rechnen, allerdings werden sie dich nicht erwarten. Ebenso wenig wie Kruger. Es wird Zeit, den Kampf mit ihnen zu beginnen. Den Kampf zu ihnen zu bringen. So heißt das Wort. Jede Menge Krugersack. Halte ich am besten von ihnen fern. Nein. War immer eine Idee. Es wird Zeit, mich ihnen zu stellen. Nein. Ich renne da rein, will mich rächen. Das erste, was ich mache, ich springe in den Tod. Kann man machen, würde ich sagen. So, gut. Na los. Und aus. Hübsch. Alles klar, ich bin drin. Gut, du musst dich durch das Gebäude bis ins oberste Stockwerk vorarbeiten. Von dort aus müsstest du Zugang zu Krugers Lobby haben. Vorausgesetzt, die Baupläne stimmen. Lass dich nicht umbringen. Kuma würde dich vernichten. Und vergiss nicht, du musst ins oberste Stockwerk und dann in den Wartungsbereich. So, runter. Du gehst noch zurück. Nein! Ich wollte doch schnell durchraschen. Eigentlich. Und dann hau ich den Leuten wieder auf den Sack. Auf den Kopf. Naja.
Ach, geh weg. Leck mich doch am Arsch. Und ich bin durch. Sobald du da durch bist, musst du wieder ganz nach unten. Von dort aus solltest du dann die Lobby erreichen können. Von da aus wieder ganz nach unten und dann in die Lobby. Die Wachen in Krugers Wohnung wurden durch den Aufruhr im Museum alarmiert. So wie es aussieht, wollen sie dich in der Lobby abfangen. Na dann. Gerne versuchen. Ich hab Faith Connors gesichtet. Ja. Eigentlich hätte ich lieber als erstes den mit der einen Waffe getroffen, aber irgendwie ist der Dropkick zu dem anderen rübergesprungen. Oh Mann. Was passiert denn, wenn ich einfach mal F drücke und durchrenne? F halte und durchrenne. Mal gucken. Ach, da kommt er mir in den Rücken. Nicht mehr? Kann nicht. Geh mir nicht auf den Zack. Okay, dann muss ich euch halt doch kaputt hauen. Das Objekt wurde gesichtet.
noch eines gesucht? Möchte Hunger. Mach doch ausweichen. So. Kannst du eventuell den Aufzugsschacht nach oben klettern, um die Wohnung zu erreichen? Das ist doch bescheuert. Es muss noch einen anderen Weg geben. Okay. Fahrstuhl, auf nach oben. Hey, bist du im Hauptaufzug? Ja, schien mir die einzige Möglichkeit zu sein. Okay, es sieht so aus, als wärst du sicher. Zumindest vorerst. Ja, bis zum 20. Ja. Ich bin es nämlich leid, mich zu verstecken. Außerdem hat Kruger ohnehin nicht den blassesten Schimmer, warum ich überhaupt hier bin. Zumindest noch nicht. Plastic geht im Übrigen davon aus, dass sie sich in das System hacken und den Gridprint herunterladen kann, ohne dass er es bemerkt. Ich weiß, dass ich es kann. Er wird nie erfahren, dass wir ihn gestohlen haben, aber Faith muss mich anklinken. Alter. Sehr schick. Faith, du musst eine Verbindung mit Krugers persönlichem Terminal herstellen. Soweit wir es auf den Plänen sehen können, gibt es in der Wohnung auch ein Büro. Versuch es dort. Ich habe sein Büro gefunden. Setz die Shotgun ein, dann kopiere ich den Gridprint darauf. Okay, die Shotgun ist bereit. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Wir haben ihn. Sieh jetzt zu, dass du da rauskommst. Faith Connors, du bist ja wirklich überall. Ich hätte dich gleich beim ersten Mal erkennen müssen. Ja. Du bist deiner Schwester sehr ähnlich. Sie weiß nicht einmal mehr, wer ich bin. Und das ist ihre Schuld. Ich habe sie aufgezogen, ihr eine erstklassige Ausbildung ermöglicht, sie gelehrt, Menschen zu führen. Kein Vater könnte mehr für seine Tochter tun. Aber sie ist nicht ihre Tochter, Kruger. War es nicht genug, unsere Eltern zu töten? Was war Cat für sie? War sie eine verdammte Trophäe? Ich habe sie gerettet. Du bist weggerannt, schon vergessen? Und der Tod deiner Eltern war ein tragischer Unfall. Damals herrschte Chaos. Ich war dabei. Sie hat ihnen die Stirn geboten und sie haben sie umgebracht. Deine Mutter war brillant. Sie weigerte sich aber, mit der Zeit zu gehen. Zum Glück jedoch lebt ein Teil von ihr in der Forschung weiter. Die sie dazu nutzen, um alle zu versklaven. Du weißt gar nichts und verstehst noch weniger, Faith. Hier stehen Dinge auf dem Spiel, die weit über dein kleines, egozentrisches Weltbild hinausgehen. Alter. Das ist dein Werk. Jetzt geht das Ding hoch. Die einzige Sprache, die deinesgleichen versteht, ist Zerstörung. Bleib, wo du bist. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Die Explosion hat das Sicherheitssystem durcheinander gebracht. Ich habe die Terrassentür geöffnet. Verschwinde, bevor die VTOLs eintreffen. Da sind mehrere Drohnen in deiner Nähe. Vielleicht kannst du auf einer von ihnen nach unten fliegen. Bist du draußen? Du musst nach unten und zwar schnell. Halt dich einfach fest. Okay. Ich bin unten.
Endlich. Das klingt doch mal äußerst erfreulich. Bring uns den Gridprint. Sobald wir den Reflection-Virus eingebunden haben, sollten wir startklar sein. Vielleicht kann Icarus dann ja auch wieder gehen. Kuma findet es hier nämlich ein bisschen zu voll. Ich bin mir sicher, Icarus freut sich schon darauf, hier rauszukommen. Denke ich auch, deswegen renne ich da nochmal hin. Und zwar mit Vollgas. Wenn ich darf. Hallo, genieß den Tag. Auch wenn du bitte sagst, ich habe keine Zeit. Jetzt später. Nein! Mir fällt auf, ich kann die Rolle ja eigentlich schon. Ja, ich muss trotzdem mal zu summen. Kurs, wo man das wirklich lernt. Keiner den Jackpot geknallt. Aktueller Lieferauftrag verfügbar. Ja, keine Zeit. Das war eine schöne Rutsche. Auch wenn die nicht geplant war. Okay, der hätte schneller gehen können, wenn ich nicht gerutscht wäre. Der ganzen Aufregung in der View nach zu urteilen, war die Mission wohl ein Erfolg, richtig? Yep, ich hab's geschafft! Wie zu erwarten war. Jetzt muss nur noch Reflection zerstört werden. Ich habe von Ihnen gehört, Dogen. Welches Interesse haben Sie eigentlich an dieser ganzen Sache? Faith und ich haben eine geschäftliche Vereinbarung. Die Umstände haben sich im Laufe der Zeit zwar ebenso verändert wie die Ziele, aber das ist wohl bei allen Beziehungen so. Nicht wahr? Mag schon Richtig. Sein. Ich verstehe nur nicht, inwiefern Sie von all dem profitieren können. Gar nicht. Nun, man könnte sagen, dass ich im Chaos aufblühe. Und nichts anderes wird auf den Untergang der Familie folgen. Zumindest so lange, bis die Massen einen weiteren zum Scheitern verurteilten Versuch unternehmen, sich selbst zu regieren. Tut mir leid, dass ich die Gespräche von den Protagonisten immer wieder unterbreche, dadurch, dass ich runterfalle. Ich würde gerne besser sein, aber... Es hat nicht sollen sein. Oh.
Okay, das war mal eine Stelle, an der ich aufgegeben habe. Das hatte ich vor ein paar Folgen aber rausgeschnitten, weil es einfach zu lange gedauert hat und ich es nicht geschafft habe. Jetzt habe ich es aber geschafft. Eigentlich ging es nicht um diese Stelle, sondern um die da drüben oder so. Uah, nein. Alter. Ich wollte nur erzählen, dass ich da verkackt hatte, weil ich da nach links musste und das irgendwie nicht geklappt hat. Und ich dann gesagt habe, da kriege ich eh nicht hin, weil das viel zu lange Weg noch war. Und jetzt stürze ich wieder ab, deswegen. Nur weil ich das erzählen wollte. Naja.